Die Schweiz verliert gegen Ungarn 3 zu 1. Und wir spielen jetzt gegen Ungarn und können damit eigentlich schon das Weiterkommen perfekt machen. So. Ich würde tatsächlich gar nichts ändern. Hat ja gut funktioniert. Los geht's gegen Ungarn. So, es ist angerichtet. Stuttgart Arena, Deutschland gegen Ungarn. Die Spieler sind im Gang. Die Fans sind bereit. Es wird sogar getrommelt. Deutschland-Schals sind ausgepackt und jetzt geht's. Warum ist das Stadionambiente wieder weg? Ich verstehe es nicht. Warum hört man die Fans nicht? Naja, gut. EA FC. As it's best. Anspiel. Wir haben Anspiel. Ich glaub's ja gar nicht. Wir haben tatsächlich auch mal Anspiel. Und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt hier laufen wird. Mittelstadt. Ist am Ball für Deutschland. Umlauf. Musiala. Umlauf auf Havertz. Und das ist kein Problem. Für den ungarischen Schlussmann, der den genau zu Führich wirft. Führich. Ja, kriegt die Ecke. Immerhin. Kein guter Ball vom Keeper. Eckball für Deutschland. Toni Kroos. Auf Havertz! Und was für eine Parade. Der kam gefährlicher als ich dachte. War ich selber ein bisschen überrascht. Also der Kopfball kam gefährlicher als ich dachte. Da muss tatsächlich der Keeper nochmal seinen Arm hochreißen. Kriegt dafür sogar eine krasse Wiederholung. Und dann schauen wir auf die nächste Ecke von Toni Kroos. Wieder auf Havertz. Da sieht im Rückraum Führich. Jo, Kimmich lässt sich abkochen. Schalai. Schalai hat viel Platz. Kimmich ist aber wieder da und holt ihn. Oder holt zumindest die Grätsche aus, die zum Einwurf führt. Kalmar ist am Ball, die Chance für Ungarn. Abgefälschte Flanke kommt trotzdem an und dann steht es 1-0. Was war das denn? Was war das denn, bitteschön? Styles trifft. Das muss ich mir nochmal angucken. Also der kommt da außen durch, bringt die Flanke rein. Die war irgendwie mit dem Rücken, dann mit dem Kopf, dann nochmal abgefälscht und dann fällt er genau vor die Füße von Styles. Okay. Na gut. Colm Styles. Urungarischer Name, würde ich mal behaupten. Mittelstädt. Ja, also wird zwar der Ball gespielt, aber der wird aber auch nicht umgesetzt. Das haben die Fans auch gesehen, aber Mittelstädt steht schon wieder, geht zum Einwurf raus. Meckert auch nicht groß, von dem her wird es wohl passen. Ah, Ballannahme von Mittelstädt, nicht on point. Führig versucht Druck zu machen. Genauso wie Havertz. Aber Orban lässt sich davon nicht in Bedrängnis bringen. Und Andrich macht ein bisschen. Andrich, Kimmich meine ich, macht ein bisschen Druck. Und dann ist der Ball auch in den Reihen von Deutschland. Das ist Musiala. Der will mit Havertz spielen, tut er auch. Und Havertz legt sich den Ball vor. Musiala per Kopf weiter, das ist klasse gespielt. Und das ist Undav, der sieht seinen Kollegen. Toni Kroos, 1-1. Schön herausgespielt. Gute Sauge von Undav, der hier auflegt für den Rückkehrer Toni Kroos. Und dann steht es 1-1. Generell sehr guter Spielzug. Und die Fans sind wieder aktiviert. So, was ist jetzt die Antwort von Ungarn? Erstmal ein Fehlpass, das ist auch nur für Kimmich. Und jetzt ist der Ball wieder in den Reihen
von Deutschland. Tah geht auf Nummer sicher und spielt den etwas spektakulär, aber sehr sicher zurück zu Rüdiger. Groß auf den anderen Groß und der raus zu Mittelstädt. Und der sieht da vorne Undaf, gutes Auge. Undaf chippt zu Havertz. Der war nicht ganz on point, aber der Ball fliegt irgendwie zu Musiala. Er kann das Kopfball da nicht für sich entscheiden. Deswegen jetzt mal ein bisschen Platz für Ungarn. Styles. Szoboszlai auf rechts. Das ist Szoboszlai wieder. Oh, der spielt ihn genau zu Führich. Glück, dass der Ball wieder abprallt von Führichs Fuß. Chance für Ungarn. Tah macht das gut. Und dann ist der Ball nicht geklärt. Mittelstädt. Szoboszlai. Szoboszlai mit der Chance. Chippt den drüber und das ist Kimmich ins eigene. Für was drücke ich denn auf Klären, wenn Kimmich versucht, den anzunehmen? Ungarn jubelt, weil Kimmich nicht mit dem Kopf hingeht. Ich drücke einfach auf Flanken, damit Kimmich den rausköpft. Was macht Kimmich? Wir gucken es uns an. Er will mit dem Fuß hoch und den irgendwie runternehmen. Oh Mann. Hier nochmal gut zu sehen. Warum geht er mit dem Fuß hin? Ich wollte einfach nur, dass er... Und dann köpft er ihn auch noch rein. Oh, es ist ja... Also, Kimmich Eigentor ist sogar offiziell. Zur erneuten Führung für Ungarn. Was fällt Deutschland nun ein? Erstmal kommt über die Seite von Kimmich jetzt wieder Kerkes. Ist vorbei an Kimmich, ist im Strafraum. Tah hält die Rübe rein und Undaf arbeitet gut mit nach hinten. Deswegen Ballbesitz Havertz. Der spielt mit Pascal Groß und der sieht Musiala. Ja, Musiala, Havertz, gut gespielt. Mittelstädt, Havertz. Undaf kriegt ihn noch zu Pascal Groß. Der versucht aus der Distanz, kein schlechter Versuch. Aber am Tor vorbei. Demien. Szoboszlai, ja, das ist einer für Führich, weil Szoboszlai auch ein bisschen wegrutscht. Führich hat das Tempo, das ist eine gute Schussposition. Führich schießt den Gegner an. Und dann ist Pause. 2-1 führt Ungarn nach einem unglücklichen Eigentor von Kimmich. Und die Schweiz führt gegen Schottland. Wenn das also alles so bleibt, sieht es für Schottland sehr schlecht aus und für uns ist dann noch ein bisschen Hoffnung da. Gut, wir versuchen es mal in diesem Spiel noch zu drehen. Ohne Wechsel in der Pause, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich wechseln möchte, aber wir versuchen es nochmal mit der Elf. Es waren gar nicht mal so schlecht. Ich würde jetzt auch Kimmich nicht auswechseln, nur weil er ein Eigentor hat. Führich erobert den Ball direkt zurück. Das ist Groß und außen Mittelstädt. Schönes Direktpassspiel, Undaf. Mittelstädt. Führich. Ja, Fans waren beim Elfmeter, aber das war zu wenig. Das war deutlich zu wenig. Schon okay, dass der Schiri den nicht gibt. Stattdessen versucht Deutschland hier jetzt gleich wieder den Ball zurückzuholen. Ja, Führich kommt eine Sekunde zu spät für die Grätsche. Groß dazwischen. Undaf. Musiala, Möglichkeit für das DFB-Team. Über Pascal Groß und Havertz setzt sich durch. Havertz, Führich, macht ein gutes Spiel. Havertz, weiter zu Musiala, aber das war schwierig aus der Drehung und dann kein On-Pointer-Ball sozusagen. Kerkes. Varga. Und der Schuss. Boah, was für ein Tor. 3-1 Ungarn. Gazdag schlenzt den ins lange Eck. Ja, Ter Stegen hechtet sich nach hinten. Das ist eigentlich immer kein gutes Zeichen. Sollte sich nach vorne hechten, dann hat er mehr Chancen, an den Ball zu kommen. Aber war auch gut geschossen in dem Fall.
Führich ist durch und schlänzt den rein. Anschluss. Was ist denn hier los? Da lassen sie Führich wieder durchlaufen. Wie schon Schottland. Oder war das nicht sogar in diesem Spiel? Nee, es war wegen... War es nicht? Ah, ich weiß nicht. Aber schönes Außenriss-Tor von Chris Führich, der hier voll einschlägt. Ja, Anschlusstreffer. Wichtig, dass der so schnell kam. Groß. Ah, es gibt einen Freistoß, war so klar. Das lässt natürlich der Schiri hier in die LFC nicht durchgehen. Orban bringt den ganz gut, aber da ist natürlich auch ein Maxi Mittelstädt, der nicht zu überwinden ist. Pascal Groß, Toni Groß, Führich. Schöner Ball auf Undav, das ist die Möglichkeit für Undav. Ah, diesmal kommt der Querpass nicht an. Kerkes. Ja, es war gegen Schottland, dass Führich so durchdribbeln konnte. Hat wieder funktioniert. Gut zu wissen. So, oh, das war nicht gut von Rüdiger. Aber Tah ist hellwach. Havertz. Oh, das war zu einfach. Was war das denn für ein Laufweg von Tah? Aber trotzdem rettet ja. Ein viertes Gegentor wäre wirklich heftig gewesen. 3-2 können wir noch irgendwie zumindest zu einem Unentschieden hinbiegen. Jonathan Tah köpft den raus und er kommt sogar an bei Pascal Groß. Kann Deutschland hier kontern über Pascal Groß. Ist natürlich nicht der schnellste jetzt, aber unten geht Undav. Schöner Ball. Das ist die Chance für Dennis Undav. Und Groß und Tor. Über Umwege zum Ausgleich. 3-3 Pascal Groß. Man ist ja Kapitän. Macht gar keinen Sinn. Egal. Ich dachte, ich hätte Toni Groß eingestellt als Kapitän. Ah, Undav kann den hier eigentlich schon ins Lange schießen. Dann will ich den Haken ziehen. Ein bisschen dumm eigentlich. Aber endlich habe ich auch mal das Glück, dass mir der Ball nochmal vor die Füße springt. In Person von Pascal Groß. Torwart macht. Ja, er will natürlich die Beine zumachen. Aber in dem Fall war das nicht die richtige Entscheidung. Gut für uns. 3-3 nach 76 Minuten. Und bei der nächsten Aktion werde ich dann auch nochmal wechseln. Schauberschlei, Balleroberung Deutschland, Groß. Sind die Ungarn jetzt gerade ein bisschen anfällig? Undav, Kimmich, Musiala, Havertz. Ja, der ist drin. Was war das denn? Das Kacktor des Turniers wahrscheinlich. Havertz mit der Führung. Schauen wir uns nochmal an. Also das war ja wirklich skurril. Schöner Schuss von Havertz, aber dann Pfosten, Torwart und rein. Sehr bitter für den Keeper. Zählt wahrscheinlich auch als Eigentor für den. Oh, es ist sehr bitter für den ungarischen Schlussmann. Ich wechsle jetzt mal. Bring nochmal Fülle, Mülle, Wirtz von mir aus. Der kann auch mal, obwohl, nee, komm, wir bringen Andrich. Antone. Ich bringe nochmal Henrichs, der hat mir eigentlich gefallen. Und ich bringe Wirtz für Musiala. Nee, nicht Sané. Wirtz bitte. Wirtz bald. Also, hallo. So. Ja, es zählt tatsächlich für Demjen oder Demjen, den Torwart, als Eigentor. Das ist sehr bitter. Aus Sicht der Ungarn. Aber Deutschland dreht das Spiel. 4-3 nach 3-1 Rückstand. Styles. 83. Minute. Spiel ist natürlich noch nicht vorbei. Rüdiger. Und wieder schnelles Kombinationsspiel. Füllkrug auf Müller. Führich auch auf Müller. Und das ist die Chance zur Entscheidung. Thomas Müller scheitert am Keeper. An Demjen. Ecke, Pascal Groß. Müller per Kopf, Latte.
Henrichs erobert ihn zurück, beziehungsweise köpft ihn zurück. Groß. Rüdiger Groß durch zu Wirtz. Der durch zu Füllkrug. Und der mit einem schönen Ball zu Müller. Der war im Abseits. Schade. Schöner Ball von Füllkrug, aber Müller, ja, dann doch ein bisschen deutlicher am Abseits, als ich es am Anfang vermutet hätte. Trotzdem schöner Chipball, gute Idee von Niklas Füllkrug. Kerkes, Schalai, nochmal die Ungarn. Nachspielzeit ist gleich vorbei. Rüdiger klärt und dann gibt es nochmal einen Freistoß. Warum das denn? War doch alles Ball gespielt. Freistoß nochmal für Ungarn, letzte Aktion. Kommt gut rein. Kommt gut rein! Das hat ja wirklich VfB Leverkusen-Vibes. Wir sind eine halbe Minute über der Nachspielzeit. Es gibt einen fragwürdigen Freistoß für Ungarn. Und der sitzt. Ausgleich. Ist jetzt kein K.O.-Stoß, aber ist schon ein bisschen bitter. Ah, Andrich wird da schon schön blockiert von dem anderen Ungar. Also da kann man mal drüber diskutieren, ob das nicht dann auch ein Freistoß ist, wenn das Ding von Rüdiger da einer war. Und der Schiri lässt uns natürlich hier nochmal anspielen, um dann sofort abzupfeifen. Ja, deutschen Fans nicht so begeistert. Führig ärgert sich. Man hätte natürlich das Weiterkommen direkt klar machen können. Aber ich finde Unentschieden jetzt auch keinen so einen Beinbruch. Man ist gut nochmal zurückgekommen hier. Hätte das gut und gerne verlieren können. Und ja, möchte daran erinnern, dass 2014 die Deutschen auch mit einem Sieg zwar gestartet sind, aber dann auch erstmal unentschieden gespielt haben. Dementsprechend schauen wir mal, was wird. So, wie haben denn die anderen gespielt? Schottland verliert gegen die Schweiz. Das heißt, Schottland ist eigentlich raus, würde ich mal behaupten. Nee, ist auf jeden Fall raus. Außer wir gewinnen jetzt hoch gegen die Schweiz und Schottland gewinnt hoch gegen Ungarn. Dann könnten sie noch als bester Dritter weiterkommen. Kroatien gewinnt gegen Albanien. Das schauen wir uns später an.